Was geht ab, meine lieben Kinder und Freunde und Abonnenten und Community-Partners? Wir sind wieder am Start bei dem allerbesten LP aller Zeiten. Willkommen in der traurigen Welt, in der es immer regnet. Warum regnet es die ganze Zeit bei uns? Das verstehe ich nicht. Also bei mir in der Wüste ist Dürre des Grauens, also wie gesagt, hier geht's ab. Ich habe eine schöne Aussicht mit deinem Herz und ich dachte, ich zeige euch was Schönes, meine positive Seite und so, und Gefühle. Und dann regnet das hier, das passt irgendwie. Scheiße. Das passt irgendwie. Normal. Boah, Illuminati, Alter. Ja. Du bist noch am Fliegen, oder? Ich habe gerade einen Witz gelesen über einen Roboter. Also Chinesen haben einen Roboter gebaut, der 300 Verbrecher gefangen hat. In China. In Amerika hat er 200 Verbrecher gefangen und in Russland wurde innerhalb von einer halben Stunde geklaut. Der Roboter. Okay, ich schalte jetzt mal meinen Creative Mode aus und mache heute mal zur Abwechslung mal was anderes. Bist du jetzt männlich geworden oder ja, was? Ja, nein, ist schon aus, Bruder, Alter. Ja, ich, ja. Ich glaub's ja nicht. Ich muss auch die ganzen Sachen mal hier loswerden. Ich werde immer fliegen. Und ich war's. Fabi, wo hast du die Tür gebaut bei der Pyramide? Nee, das kann ich dir nicht zeigen. Du bist groß genug. Es gibt ja nur 4 Eingänge, 4 Wände. Irgendwo unten muss es sein. Okay, das ist super. Das ist voll leicht. Das ist einfach zu einfach. Deswegen. Sag ich doch. Ich hätte nicht fragen sollen. Genau. Ist einfach so eine kleine Pyramide und genau. Die Tür zu finden. Ja, ist klar, das ist doch kein Problem. Ja, Mann. Du kannst ja fliegen, weißt du, was ich meine? Ja, ich fliege ja und das hilft mir. Okay, ich habe dir die gefunden. Wie sieht die aus? Die Tür? Das ist, das ist doch keine Tür, Mann. Natürlich. Boah, scheiße. Das nenne ich mal eine Tür. Fuck, aus Gold. Aus Gold? Boah. Ich habe sie angepasst dem Style, aber ich will da gerade mein Inventar wegschmeißen, das ich von meinem Creative Mod noch hab. Was eigentlich für ein Arsch ist, weil wenn man jetzt schon mit dem Creative Mod am Spielen ist, müsste man das, was man im Inventory hat, eigentlich gar nicht mehr wegschmeißen, oder? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, das ist eine gute Sache. Aber, ne, also ich habe das gerade alles weggeschmissen. Oha! Ja, oha. Ja. Oha! Ja, egal, egal. Ich wollte fair sein, weißt du? Einmal im Leben. Egal. Weißt du was? Fuck you. Warum? Ich mach's auch. Ich schmeiß alles weg. Alles. Alles. Wieso? Warum machst du das? Aus Prinzip, weil mir langweilig ist. Hey, wow, Mr. Skeleton. Mr. Skeleton! Guten Morgen, ich hab dich vermisst, Mr. Skeleton. Ich wollte hier eigentlich so einen schönen Weg nach rechts bauen und dann eine Brücke über den Fluss, weil der Fluss ist ziemlich schön. Hier könnte man so rüberlaufen, vielleicht aus Glas. Mit dem Herz, oder? Ja. Ja, sorry, ich bin Dinger, weißt du, voll im Arbeitsflow. Ja, ich auch. Ja, aber weißt du, mit meinen Händen will ich ein bisschen was Gröberes. Ich hab mir gedacht, ja, hier könnte man echt was Hübsches machen. Nee, das man, ist meins. Das müsste man halt wegmachen hier kurz. Oh. Tut mir leid, meine Freunde, ich muss es euch antun und hier ein bisschen Erde abbauen. Das Geile ist ja jetzt, wir reden gar nicht mehr miteinander, sondern jeder redet mit seiner kleinen Welt, ne? Das ist ja super. Freut mich. Hammer, geil. Und finde ich zum Kotzen. Ja, wir können über irgendwas anderes reden. Hat jemand irgendein Thema? Das Wetter heute. Wetter? Ja, genau. Das Wetter ist bei uns in Düsseldorf allgemein sehr mysteriös. Ein Fall für Galileo Mystery auf jeden Fall. Es ist immer nur so halbe Stunde Sonne, halbe Stunde Regen, Hagel, Schnee, abstürzende Flugzeuge und dann wieder Sonne. Und dann plötzlich wieder Schnee. Und so geht es den ganzen Tag, bis man irgendwann überhaupt keinen Bock mehr hat, sich irgendwie Klamotten auszusuchen. Übertreib schon. Ja, natürlich, morgens kann man sich gar nicht entscheiden, was man anziehen soll. Also, man zwischen Mantel und T-Shirt steht alles offen auf jeden Fall. Ja. Ah ja. Übertreib. Machst also, du wie ich, immer kurze Hose, immer T-Shirt, mehr braucht man nicht. Was für einen Film haben wir gestern angeschaut? Einen guten. Was war das für einer? Ein sehr guter. Ours. Du hast ihn noch ausgesucht, Digga. Boah, der war crazy. Howard, der war crazy. Vor allem, am Anfang habe ich ja gechillt und habe was anderes gemacht, wie Film geschaut. Ich habe ja die ganze Zeit mit dem iPad rumgespielt und man hat, wenn man eine Sekunde nicht aufgepasst hat, alles für den Arsch. Wow. Hat euch überhaupt gefallen, der Film? Ja, der war nicht schlecht. Ich fand ihn interessant. Sehr speziell. Sehr speziell und sehr interessant.
Speziell. Speziell. So, und wenn man hier nach rechts geht. Sagt dieses Wort speziell ganz kurz. Speziell. Warum gibt es hier keine anderen Sachen, die leuchten? Ah, leuchtende Steine hast du Fabio erzählt. Es gibt alles. Steine? Es gibt alles. Leuchtende Pilze, leuchtenden Regen, leuchtendes Erde. Everything. Boah, ich muss hier auf jeden Fall was anderes bauen. Aber nicht jetzt. Guck mal, und schon ist man wieder zurück bei dem normalen Mode und sagt sich, ja, das kann man mal anders machen. Weißt du, was ich meine? Ja. So typisch, Mann. So typisch. Und echt anstrengend, die ganze Zeit hin und her zu laufen. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, das kann ich schlau sagen, ne? Die Türe will mich verarschen gerade, weißt du, deswegen. Also ihr seid beide jetzt ohne Mods? Ja klar, wir sind Männer. Boah, ihr seid hart. Klar. Aber schon hart. Immer gewesen. Übertrieben hart. So. Nicht, dass ich mich pushen will oder so. Nee, aber eigentlich schon. Laber. Ich meine, ich schon. Ich habe Brot. Ach so, wir haben ja eine neue Kiste für unser Brot und so, aber... Wo ist sie? Ja, shit happens. Ich habe sie gesucht, wo ist die? Oha, warum so aggressiv? Das war ein Euphorie-Ausstoß. Du hast die Kiste gebracht und du hast das ganze Essen da reingemacht. Ah, war, das kann nicht sein. Doch, ich hab schon. Das sind alles Geschichten, liebe Leute, glaubt es nicht, also. Jeder weiß es. Das sind alles Lügen. Das ist dein Gedächtnis, guck mal hier, bestes Beispiel. Draußen neben unserer Getreidefarm kann es nicht sein, dass ich gesagt habe, boah, Digga, kannst du eine Kiste da hinstellen, damit wir hier abchecken können und so. Warum hast du das gesagt? Was? Dass ich das da abstellen soll. Hast du gesagt, wäre besser. Habe ich gesagt? Mhm. Warum? Boah, ist das scheiße. Also das kann nicht sein. Doch, ich hab's doch auf Video. Dieses Video ist fake, das ist Photoshop. Du laberst. Du hast es mit Photoshop bearbeitet. Oh, ne? Nee, Mann, du laberst. Ja, Sand haben wir auch nicht mehr viel nach dieser großen Explosion. Schade. Ich wollte eigentlich ein Sandmännchen machen. Ja, bestimmt wolltest du ein Sandmännchen machen. Ja, wie in meinem Schlafzimmer. Oh, jetzt habe ich zu viel verraten. In meinem Schlafzimmer auf dem Boden ist ein Sandmännchen. Wo? Auf dem Boden. Bei Minecraft? Nein, in meinem Zimmer. Laber. In Leben, oder? Jedes Mal, wenn ich kurz vorm Schlafen, rede ich noch mit ihm. Laber. Das Traurige ist, er antwortet nicht. Sandmännchen? Ja. Ich brauche Waffen. Sandmännchen, Waffen am Start. Waffen. Ich mag keine Waffe. Ja, und Waffen? Brauchst du Waffen? Hast du? Ich hab Schwerter, ja. Ich hab gar nichts. Aber jetzt müssen wir den Boden noch vergoldern. Sonst sieht das scheiße aus. Ja, und Fabio und ich waren heute überall unterwegs. Wir haben Müll weggeschmissen. Fast beinahe hätte er mich weggeschmissen, weil er dachte, das gehört dazu. Ja. Dann waren wir... Da gibt's so einen geheimen Tipp. Wir wollten Glasscheiben wegschmeißen. Und der Typ, wo das Glas entgegengenommen hätte normalerweise, hat ganz cool gemeint, Herr Jungs. Ihr wollt doch ein bisschen Geld sparen. Normalerweise kostet das 10 Euro. Aber macht's einfach zu Hause in euer... Schwarze Tonne. Müll. Schwarze Tonne, genau. Und oh, das kostet nichts und ist alles legal. Und da habe ich gesagt, super Angebot von dir. Ja, super Vitamin. Super Vitamin. So haben wir das dann auch gemacht, ne? Aber es war schon nett von dem Mann. Sehr nett, muss man sagen. Dann waren wir Kaspersky kaufen und Magics für einen neuen Rechner, das den war ich installiert habe. Das neue, oder? 18. Ja. Ist es gut? Für Magics. Die Frage ist, glaube ich, überflüssig. Es ist Magics, das ist die Antwort. Ist es gut? Es ist Magics. Es ist Magics. Ich habe keine Schaufeln. Wo haben wir denn unser ganzes Eisen? Wir hatten noch ganz viel Eisen. Kann es sein? Ja, möglicherweise. Hat das jemand geklaut? Hat das jemand vielleicht sogar verloren? Laber. Man weiß es nicht. Mann, du bist ein Arsch, Alter. Schon immer gewesen. Ich habe jetzt ein Eisen hier. Ein Eisen habe ich hier. Also ja. Du machst mich fertig. Geh mal runter in den Keller und hol mal ein bisschen Eisen und Diamanten, damit du was zu tun hast. Nein, warte, ich hab's gerade zu tun. Was machst du? Ich baue ein bisschen Sand ab für den schönen Weg da hinten. Und dann geh ich runter und hol noch ein paar Sachen. Was brauchst du? Eisen, ne? Alles klar, Priorität Eisen und Diamant. Wir haben uns gedacht, wir haben... Eisen, Mann. Genau, Eisen und Diamant. Wir haben uns gedacht, dass wir das nicht klauen werden vom Creative Mode, sondern uns selbst beschaffen werden, damit es spannend bleibt. Ihr wisst schon, spannend. Was ist denn da los? Was ist das denn? Sowas habe ich noch nie in meinem ganzen verkackten Leben gesehen. Dein Leben ist verkackt. Das ist Redstone oder was ist das?
Das ist das. Sieht aus wie Dynamit oder keine Ahnung, das sehe ich zum ersten Mal. Egal, das werde ich nachlesen dann später. Sieht auf jeden Fall nicht gesund aus. Wo ist es denn? Bei mir in der Pyramide. Wie sieht es aus? Gestreut, so rote kleine Steine auf dem Sand. Auf dem Sand? Ja. Auf dem Sand? Ja. Boah, das muss ich mir angucken. Laufst du rüber? Das muss ich mir angucken, ich bin ja schon da. Wo bist du? Ich habe ja Sand gesammelt, ich bin bei ihm. Ach so. Bei dieser, wie heißt diese Pyramide? Ja, sonst hätte ich gesagt, ich komme mit, weißt du? Ja, du kannst nachkommen. Nee, ist zu weit weg. Hier ist was los. Wo? Hier ist gut was los vor dem Eingang bei der Pyramide. Laber. Ja, hier sind überall komische. Ich will jetzt kein böses Wort sagen. Missgeburt! Unterwegs. Missgeburt. Ich kann die vernichten, du weißt. Wo sagst du, gibt es hier? Nein, in dem Loch da unten. Da, welche? Vor der Tür. Vor der Tür? Vor der Tür. Vor der Tür in Loch. Ey, Spinne, lass mich in Loch gucken, ne? Erstmal. Hey, wow. So. Vor der Tür in Loch. Ja, das ist die Redstone-Leitung, Mann. Was, Leitung? Nix verständlich. Sehe ich zum ersten Mal. Was ist diese? Ja, das ist. Ich habe es auch schon oft gesehen, aber gemacht habe ich damit auch noch nie etwas. Das ist genau für erfahrene Minecraft-Spieler. Wir sind ja eher so nur zum Rumlaufen und Zombies abschlachten da. Schön auszusehen. Sascha und ich, genau. Und hübsche Sachen zu bauen, weil Fabi hat ja gar keinen Geschmack, was Architektur angeht. Ja, ich hätte gar keinen Geschmack. Ja, Mann, überhaupt nicht. Hast recht. Hast du irgendwas mit Sand oder so mal abgecheckt? Sand habe ich. Warum also, man würde schon am liebsten, wenn man mit diesem Creative Mod am Arbeiten ist, dann kann man schon krasse Sachen bauen. Nur das Problem ist, dass man damit gar nicht mehr aufhören möchte. Ja. Und man möchte die Leute nicht langweilen und ein bisschen Abwechslung haben. Deswegen. Ja, auch persönlich, weil man weiß ganz genau, wenn man nur mit Cheats spielt, sprich GTA oder so ein Schmarrn, dann macht es auch irgendwann keinen Spaß mehr, weil man genau weiß, man ist Gott. Oder in meinem Fall Iron Man. Iron Man. Wie kommst du auf Iron Man? Was mache ich hier? Soll eigentlich dieses Jahr noch ein dritter Teil kommen? Ja, aber hab ich schon vorbestellt. Wie vorbestellt? Auf Kino oder was? Kino, ja. Kann man Kino vorbestellen? Wir kommen mit meinen Freunden und Familie, weißt du? Reservieren mal 80 Plätze. 80 Plätze. Ey, was willst du hier? Verpiss dich. Schwinde. Ich hab Dinger, Vorpremiere. So, ja. Achso, apropos Wetter, ich wollte eigentlich mal fragen, was meine kleine Community so am liebsten macht, wenn es richtig, richtig heiß ist. Sterben. Sterben. Ich mach gerne sterben, ja. Was ist denn bei dir so dein Bestes? Was machst du denn du am liebsten, Dima? Ich? Wenn es heiß ist. Wenn es so richtig fucking heiß ist. Ich weiß nicht, wie das kommt, wenn ich das sage, aber ehrlich gesagt würde ich mich am liebsten im Keller verstecken. Ich hasse Hitze, ich hasse Sonne. Wenn es zu heiß ist, möchte ich einfach Abkühlung und... Ja, genau, ich weiß ja. Nichts davon mitbekommen. Und Sascha ist dann so ein typischer Mitläufer, der dann das gleiche macht wie du, ne? Der mag das ja auch nicht. Nee, der mag eigentlich Sonne viel mehr als ich, glaube ich. Ich mag Sonne. Heißt es sie auch aus? Wie war es in Ägypten, wo in Ägypten war? Wer hat denn am scheißen abgekackt von euch? Ich. Echt? Ja, noch bevor wir da waren. Lab. Noch in Deutschland? Ja. Ich schwätze keinen Scheiß. Einen Monat davor schon. Bevor ihr überhaupt geflogen seid? Ja. Hör mir auf. Das ist Aura. Ich persönlich feiere die Sonne übel. Also ich gehe am allerliebsten, wenn es richtig übertrieben warm ist, zu einem Badesee. Also in Deutschland natürlich. Warum natürlich? Hast du was gegen andere Länder? Nein, wenn ich woanders wäre und wenn ich wo wohnen würde, wo das Meer in der Nähe wäre, würde ich halt dann ins Meer gehen dementsprechend. Aber ich persönlich muss sagen, das Meer ist halt manchmal unchillig so. Salz, Wellen und so, weißt du, was ich meine? Also, dass das Meer unschillig ist, das höre ich auch zum ersten Mal. Naja, es ist nicht unschillig, aber verstehst du, was ich meine? Ja. Es ist einfach so, weil man es nicht hat, muss man das ein bisschen schlecht reden, weißt du? Mhm. Das heißt also, ja, jetzt verstehe ich einige Menschen um einiges besser. Hast du nicht irgendwas aufgehoben gerade? Ja, hast du ein Problem damit? Du hast meinen Sand aufgehoben? Nein, ich habe ihn selber abgeschlagen.